Geil, Anna Luna, meine Tochter hat ja gestern gesagt, beim Mittag wieder, Vati, findest du dich lustig? Ich habe gesagt, du, es gibt Leute, die zahlen Eintritt. Habt ihr gesehen, Zeitung, die Miss Japan? Strahlende Schönheit. Ist noch verrückt, gell? Dort hier explodieren die AKW. Und, ja, wir wollen sie ein bisschen glatt haben. Gut, also das Gute für uns ist ja, jetzt nehmen wir mal das Mühlenberg vom Netz, und dann das Betzno, und dann das Gösgö, und dann das Leibstadt. Ja gut, man muss halt ein bisschen Strom sparen. Da suche ich jetzt schon die eine oder andere, also eine Möglichkeit, um ja, einfach ein bisschen weniger Staub zu saugen. Ein bisschen weniger glätten. Jetzt meine Tante Ida, oder? Die glättet Fixlin-Tücher. Glättet die. Habe ich gesagt, Tante Ida, für das ist sie erfunden worden, dass man sie nicht muss glätten. Und sorry, jetzt, Frauen, seid ehrlich, ich meine, es hat ja vor allem Frauen hin. Das ist ja klar, es ist Champions League im Fernsehen. Hat er halt sofort gesagt, du darfst schon in den Ausgang, lieb. Sie schauen gern Fernsehen, hat er gemeint. Aber die schauen gern zu den Kindern, habt ihr verstanden? Und nachher, die Fixlin sind natürlich jetzt eher ein Wort. Welche von euch macht jetzt so ein Hand auf? So ein Biggeli, weisst du, Kante gleich, richtig schöne Biggi, du es dann Säufeli im Schaff versorgen. Nein, ich meine, sorry, aber sucht nach ein Hobby. Nein, da gehst du noch lieber Nordic walken. Ich meine, ist der Alt schon mal am Abend heimgekommen, ist direkt ins Schlafzimmer, hat den Schaft aufgemacht und gesagt, ich habe so Schatz, wie du heute die Fixlin-Tücher wieder schön zusammengelegt hast. Es danken sie ihm ja niemand, oder? Nein, das wurde jetzt also in Schaftichen, wie es gerade kommt. Es geht die Welt einen Scheissdreck an, wie das ausgeht. Und meine Frau sowieso. Ich wollte es gar nicht können, Fixlin-Tücher zusammen. Jetzt tue ich einfach am Morgen die erste Wäsche, nehme die Lindtücher von der Nester und geht am Morgen um 7 Uhr und hast das nämlich am Nachmittag um 3 Uhr wieder trocken und dann kannst du die Bett wieder anziehen. Und die Eliane hat mir ja, also wir haben mir Filme geschickt und Zeichnungen und Fotos und alle haben mir wollen erklären, wie man die Fixlindtücher zusammenlegt. Und die Eliane vom Blick, oder? Von der Sexkolumne, das lese ich ja alle Tage. Jedes dritte Mal geht es um mich, habe ich das Gefühl, jetzt sitzt es wieder her. Auf jeden Fall hat sie mir dann geschrieben, also Gott sei Dank nicht in die Zeitung, sie hat mir einfach privat gemailt oder gesagt, die Fixlin-Tücher, du musst einfach reinstecken und rumtrüllen. Ich dachte, gut, das ist ihr Metier, aber ich habe da ich gesteckt und trüllt und es hat einfach eins Huren durcheinander. Das ist nicht gegangen. Habe ich zurückgeschrieben, schau Elian, ja, wenn das nächste Mal angezogen ist, dann kommst du vielleicht raus, aber überhaupt die Fixlin-Tücher, ich will die gar nicht zusammenlegen. Ich will es nicht können. Es gibt einfach, man kann den Tag mit anderen verbringen. Gell, wir haben ja, vielleicht noch wichtig, zum Sagen, jetzt ist rausgekommen, dass da Klarus von zwei päpstlichen Söldner ist angezündet worden. Katholischer Vorzug eben. Vielleicht noch wichtig, zum Wissen, dass wir ökumenisch geheiratet haben. Also, die Frau war ein Coop-Kind. Ein Mikro-Kind. Nein, das geht, weißt du, mit heute mit ein bisschen Toleranz, das geht heute schon. Also, sie hat jetzt auch eingesehen, dass man dann ihren Joghurt nicht fressen kann. Manchmal bin ich ja der gemütliche Teil, oder? Der macht einen ein Programm, hat das Gefühl, mal, Haushaltung ist etwas Lustiges. Merkst du sofort, der ist nicht vom Fach, oder? Haushaltung ist nichts Lustiges, aber wem sage ich das? Vor allem bin ich dann manchmal der gemütliche Teil, und vorher gibt es dann so ein Referat, oder? Hat da eine von letztem beim Raiffeisenkessel in Bichlsee, oder? Hat, eine referiert, eine Juristin von der Uni St. Gallen, ist gewiss noch flott gewesen, bis auf den Dialekt. Die hat über das Eherecht referiert, oder? Und er, ja, der erfasst die Sache, oder? Wenn du das Ende gewusst hättest. Auf alle hat sie dann gesagt, wenn sie in einer Ehe ein Kind auf die Welt kommen, oder? Dann vermutet das Gesetz. Also, das Gesetz vermutet, dass der Vater, hat sie noch so zu mir rübergeschaut, die dumme Kuh. Das Gesetz vermute, dass der Vater von diesen Kindern sei. Gell, bei den Müttern bist du aber relativ sicher. Also könnt ihr jetzt schwören, dass meine Frau die Mutter von den Kindern... Ja, ich war auch dabei gewesen. Ich meine, gut, ich durfte nicht recht her schauen, aber... Hey, ich würde jetzt die Hand ins Feuer legen, sie ist die Mutter von unseren Kindern. Aber ja, du gleich einfach... Die hat mich noch so schäu angeschaut und dachte, was hat jetzt die... Wirklich, ja, habe mich doch hingersinnet oder eine schlaflose Nacht gehabt. Das Morgen stand ich denke mir, Morgen, jetzt wollte ich mich mal achten, oder? Bei den Kindern. Dann müssen sie sagen, nein, meine Kinder, das sind beide so hübsche. Das haben sie vor Frauen. Haben beide riesengroße Schnurren.
die haben sie von mir.